Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Himalayan Mysteries. Ja, drücken wir mal aufs Knöpfchen. Wir sind endlich im Raumschiff angekommen. Unsere Lara hat ein neues Outfit an. Sie hat sich einfach mal komplett umgezogen und ja. Oh. Oh. Okay. Schwer bewaffnet haben wir ja praktisch mal dieses Raumschiff mehr oder weniger gestürmt. Netterweise dürfen wir scheinbar hier sein. Wir haben im letzten Part ja ein sehr nettes Gespräch mit einem Alien gehabt. Über Beamer wollte ich schon sagen. Nee, über dieses Hologramm-Gedöns. Und ja, oh, was bist du denn? Scheinbar müssen wir da etwas einsetzen. Okay. Nach oben gehe ich erstmal nicht, denn hier scheint es ja bereits weiter zu gehen. Oder auch nicht. What? Ach nee, zu ist die Tür. Ja gut, wenn die Tür zu ist, dann ist er erstmal so offen aus irgendwie. Ich weiß auch nicht. Gut, dann halt nicht. Kann ich hier schon was draufsetzen? Nein, kann ich nicht. Okay, dann muss ich wohl doch nach oben. Schade. Aber naja, egal. So kriegen wir dann halt eher einen Rundumblick. Habe ich auch nichts gegen. Hier müssen wir aber auch das gleiche Teil scheinbar einsetzen. Und da auch. Und so. Aber scheinbar scheint wenigstens dieser Weg offen zu sein. Yay. Hallo. Ach, ich sehe schon. I see and understand what you want from me. It's okay. Genau, du bist rausziehbar. Wenn es jetzt nicht so gewesen wäre, wäre ich auch erstaunt gewesen. Was soll ich denn dann tun? Es sah doch so einfach aus. Naja. Wisst ihr, was mir jetzt erstmal gerade so richtig auffällt? Die Musik, die hier... Warum bist du mir noch zu? Schäm dich, Tür. Die Musik, die hier läuft im Hintergrund, ist von Silent Hill 2. Abgesehen von dem Düm-Düm, Düm-Düm. Ne, was ja nach diesem hin und her schwingenden Blöcken wieder klingt, aber... Jetzt hat sich was geöffnet. Oder haben sich jetzt beide Türen geöffnet? Offen. Zu. What the fuck? Warum ist die eine Tür zugeblieben? Das finde ich sehr unfreundlich von ihr. Obwohl, das ist grün. Heißt es, wir dürfen durch? Ja, scheinbar. Aber dadurch wurde... Oh. Okay. Hä, aber hier ist doch... Achso, doch, da ist was. Ich wollte schon gerade sagen, da ist doch gar nichts. Wieso soll ich überhaupt hier hin? Aber okay. Alien, wo bist du, mein Freund? Finally, I found something. This I can use. Aber wahrscheinlich nur für eine Tür. Und nicht für alle. Ich dachte schon, es wäre jetzt vorbei, jetzt wo ich es genommen habe, aber nein. Scheinbar nicht. Da, 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 da. Okay. Aber warum ist die Tür zu? Wirklich, das verstehe ich nicht. Warum bist du zugeblieben, du Scheißtür? Was willst du denn noch von mir? Ich habe doch brav das Knöpfchen gedrückt. Ihr könnt das alle bezeugen, ihr habt es alle gesehen. Ich drücke nochmal den Knopf, mal sehen, ob dann was Tolles passiert. Sorry. Hä? Nee, jetzt ist die nur wieder zugegangen. Also beide Knöpfe brauchen wir wirklich nur, damit die eine Tür aufgeht. Wie heißt das, was ich aufgehoben habe?
Das heißt Jagol Activation Key. Geiler Name. Du bist zu. Bei dir kann ich es hingegen benutzen, denke ich mal. Oder? Nein, kann ich nicht. Bei dir vielleicht. Willst du diesen geilen Jagul Activation Key? Nee, willst du auch nicht. Warum nicht? Wer will denn meinen... Ja, Skype, hallo. Ich wurde angeschrieben. Schön, freut mich. Später vielleicht. Ich antworte jetzt nicht, ich bin am Aufnehmen. Hier. Okay, macht auch mehr Sinn, wenn ich es praktisch da einsetze und es für mehrere Sachen vielleicht gilt. Oder? Was ist denn jetzt passiert? Ich kann hier nichts mehr machen. Ah, da hinten. Dadurch kann ich also diese Sachen hier aktivieren, praktisch. Ah. Sehr schön. What the fuck is going on? Was war das denn? Okay, aber es scheint mir ja nichts zu tun. Es hat mich nur extrem erschreckt. Ich glaube, das ist eher sogar mein Freund. Soll ich dir folgen oder so? Wie geil! Ich habe jetzt so eine Art Begleiter wie R2-D2 oder so in den Star Wars-Filmen, nehme ich an. Hi! Na du? Okay, ich darf jetzt also hier rein, ja? Bist du sicher? Scheinbar. Wie geil. Ich freue mich gerade voll darüber. Das ist richtig putzig. Richtig, richtig putzig. Wie geil. Ich freue mich gerade darüber wie so ein kleines Kind. Ich weiß, aber... Ich weiß auch nicht. Ich finde das gerade mega geil. Oh nein. Nein. Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal nicht. Obwohl, das ist doof. Warte. Diesmal nehme ich Hardcore-Geschosse. Hallo. Treffe ich dich überhaupt? Ich habe das Gefühl, ich treffe überhaupt nicht. Alter, wieso? Habe ich dafür überhaupt Munition? Ja, doch, habe ich. Oder lieber Automatik? Lieber Automatik. Ja, komm. Ja. Jetzt drehen wir nicht durch hier. Alter! Okay, also hat die vorherige Waffe doch Schaden gemacht. Aber warum greifen diese Viecher mich an? Ich meine, die sind doch hier bei den Aliens. Also warum gehören die dann praktisch nicht zu denen? Das leuchtet mir nicht so ganz ein. Aber da hat die Alienwaffe wohl vorher doch so ein bisschen Schaden gemacht. Nur nicht halt so viel. Ich speichere nochmal. Wie Lara sich hier teilweise einfach mal umguckt. Wow, ich bin in einem Raumschiff. Voll geil! Naja. Schauen wir uns mal weiter um. Okay. Hier sind scheinbar drei Dreiecke, die ich brauche. Wo ich aber noch nicht rankomme, weil heiß. Der Preis ist heiß, meine Damen und Herren. Okay. Ist hier was im Wasser? Scheint nicht so. Keine Fische oder irgendwelche komischen alienmäßigen Wasserwesen, was weiß denn ich. Ha. Okay. Technology, Technology, wohin das Auge auch nur schaut. Hier kann ich nichts machen. Okay.
Ha. Hier könnte ich ins Wasser. Frage ist, will ich das? Werde ich wahrscheinlich müssen, aber will ich das trotzdem? Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall was Schönes. Das kann ich garantiert auch irgendwo an einem schönen Ort einsetzen, was mir wahrscheinlich mein kleiner Begleiter auch wieder zeigen wird. Ist ja nicht so, als hätte ich so einen kleinen Begleiter nötig, ne? Aber ich finde es trotzdem einfach nur putzig. Hui! Das Wasser tut mir auf jeden Fall nicht weh. Wäre auch scheiße gewesen, wenn. Sieht ja auch sehr normal aus. Und hier ist scheinbar was. Ist hier noch irgendwo was anderes? Nö, scheinbar nicht. Okay, dann rein mit uns. Oh Gott. Kann ich hier Luft holen eigentlich? Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich. Ui. Es wäre sonst auch etwas arschig gewesen. Was ist hier? Nichts. Einfach nur ein Durchschwimmgang für Sinnlosigkeiten. Keine Ahnung. Und hier das gleiche in grün. Warum ist hier denn überhaupt nichts? Dumm oder so? Unter Wasser kann ich bei dem Teil auch nichts machen. Oder muss ich hier was machen? Irgendwie hier so... Keine Ahnung? Nö. Hey. Hm. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier so machen soll. Also, vielleicht bin ich ja auch einfach zu früh. Dass ich später hierhin zurückkehren muss. Das kann ja auch sein. Weil so sehe ich hier jetzt nichts. Keine Unterwasserschalter und ja, kein gar nichts halt. Nichts auch zum Aufsammeln. Hier ist einfach nichts. Noch nicht. Na gut, dann, ja, dann gehe ich mal wieder, ne? Hat er leider jetzt nicht sehr viel gebracht. Falsche Richtung. Ich finde, Lara ist auch richtig flott unterwegs hier im Wasser, also Respekt. Ha. Tja, aber das war's dann wohl mit dem Wasser. Mehr ist ja nicht. Muss ja auch nicht sein. Ich meine, wir haben ja jetzt hier so ein neues, tolles Teil bekommen. Das heißt, Navigationsdisk, okay. Navigation Disk. Damit können wir uns jetzt ganz toll irgendwie wohin navigieren lassen. Können wir das dem Roboter einpflanzen oder sowas? Dass er uns auch richtig navigiert. Dahin, wo wir halt demnächst so hin müssen? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal nach. Roboter, hab was vielleicht für dich. Was Leckeres, happa happa. Na du? Kleiner Freund? Möchtest du was haben? Ich hab was. Komm mal, komm mal, komm mal. Schade, kann ich ihm nicht geben. Kann ich aufsteigen auf dich? Schade, nee, kann ich nicht. Aber du bist immer noch da, so nach dem Motto, ey, du bist ja noch nicht fertig. Ist mir jetzt aber gerade egal. Ich schaue mich jetzt oben weiter um, egal was du mir sagst. Weil da vorne ist doch auch so ein... Achso. Oder kann ich da echt nichts machen? Kann ich hier nicht... Nee, das war ja kein Knöpfchen. Ja, okay. Aber jetzt habe ich doch hier so was ganz Tolles, was ich garantiert irgendwo so einsetzen kann. Ist das nicht hier für irgendwo? Irgendwie? Irgendwo? Irgendwas? Oh ne, hier war ja nur das. Oh. Also ich glaube, mein kleiner Roboter, der weiß schon ganz genau, wo ich hin muss. Der navigiert mich bereits korrekt. Aber, oh.
Warum ist dann auch nur unten das Knöpfchen wach, geworden vor allem? Na, jetzt konnte ich dich befreien. Du sagst mir, dass ich da halt noch hin muss. Dass ich noch nicht fertig bin da. Na gut, wenn du das meinst, mein kleiner Roboter, gehe ich nochmal rein. Ich kann mich ja auf dich verlassen, da bin ich mir sicher, aber... Ach. Kleines, süßes Teil, begleite mich doch. Kleiner Alien-Roboter. Sprich mit mir, tu irgendwas. Ich weiß halt nicht, was ich hier wo machen soll. Was ich hier wo, wie machen soll. Wann, warum, wozu, weshalb. Nach oben muss ich ja auch noch irgendwie kommen. Da zu diesen Teilen. Und ich muss irgendwie das jetzt zu meinen Füßen aufkriegen und hier noch irgendwie was machen, aber ich weiß nicht was und überhaupt und was kann ich denn mit dieser tollen Navigation Disk jetzt machen? Und es war ja auch eins, oder? Das heißt, ja, ich brauche mehrere. Scheiße. Warum brauche ich mehrere? Ich will nicht mehrere brauchen müssen, tun. Oh Manno. Warum? Ich will das doch so gar nicht. Warum macht ihr das? Warum seid ihr denn so zu mir? Das ist doch böse. Das ist doch nicht nett. So, soweit so gut. Ich meine, hier kommen wir ja nach oben. Da ist zu. So, das Einzige, was wir also demnach eigentlich machen können, ist hier wirklich ins Wasser zu hüpfen und uns schöne Dinge zu wünschen, aber das hilft uns ja an sich überhaupt nichts. Aber es ist doch nun mal nirgendwo was. Deswegen, was sollen wir denn nur tun? Ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mir hier das nicht, wollte ich gar nicht, aber es sah stylisch aus. Oder kann ich von hier aus irgendwas im Wasser erkennen, was ich sonst nicht gesehen habe, als ich direkt davor geschwommen bin mit meiner Nase? Nein, tue ich nicht. Aber unter Wasser, ihr habt es gesehen, ich habe mich umgesehen, da war nichts. Nichts, was für das menschliche Auge jetzt so erkennbar wäre, jedenfalls nicht. Oder zumindest für meins. Was soll ich hier machen? Roboter, komm her, hilf mir! Ernsthaft? Da sind ja diese... Ich meine, hier ist eine Plattform und da ist eine Plattform. So nach dem Motto, da ist der Eingang und hier, als ob hier dann was wäre. Aber da war doch nichts im Wasser. Aber andererseits wird mir nichts anderes übrig bleiben, als mich im Wasser nochmal umzuschauen. Ich weiß ja auch nicht. Also, ja, dann laufe ich jetzt hoch zum Wasserbecken, speichere da, schaue mich dann sonst kurz Offplay nochmal um. Und wenn ich dann da nichts finde, muss ich mich halt hier Dingens an die Lösung wieder wenden. Ich schaue nochmal hier in den Ecken nach, weil hier ist ja auch nichts. Das ist verdächtig, aber warum ist hier in den Ecken nichts? Warum sind hier so sinnlose Ecken? Sinnlose Ecken gibt es eigentlich nur sehr, sehr, sehr selten. Warum siehst du so anders aus? Was ist mit dir? Mit dir ist nichts, dennoch. Okay, dann halt nicht. Na gut, Freunde, dann kann ich erstmal nichts machen. Ich schaue mich jetzt nochmal eben im Wasser hier um. Und wenn ich nichts finde, dann... Ja, dann sehe ich mich in der Lösung halt um. Und dann sehen wir uns hier auf jeden Fall das nächste Mal wieder, wenn ich weiß, was zu tun ist. Bis dahin bedanke ich mich bei euch erstmal fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Vampi. Ciao.